Die Newcomer von Silverchair werden in Musikmagazinen immerzu mit der Band Bush verglichen. Das hören die drei Australier natürlich gar nicht gerne. Für alle Kritiker gab es nun die Gelegenheit, sich von den Unterschieden der beiden Bands zu überzeugen. Silverchair hat dreimal im Vorprogramm von Bush gespielt. Hier ist unser Bericht vom Berliner Konzert im Tempodrom. Gavin and this is Dave. We're from Bush and we're playing at the Tempodrom here in Berlin. So hope you like some of it. Die geballte Live-Energie von Bush hat selbst nach etlichen Festivalterminen rund um den Globus nicht nachgelassen. Klar, dass auch in Berlin direkt der Funke übersprang. Eigentlich sind wir immer hochmotiviert. Aber vor kurzem haben wir nach monatelangem Hardcore-Touring erstmal 4 Wochen Pause gemacht und uns zum Schluss regelrecht gelangweilt. Jetzt geht's endlich wieder los. Wir haben heute ganz besondere Gäste, die australische Senioren-Kombo Silverchair. Wir sind nicht richtig zusammen auf Tour, sondern spielen nur 3 Konzerte zusammen. Aber es ist für uns trotzdem etwas ganz Besonderes, schon allein weil Bush ein viel größeres Publikum hat. Die Presse ist heutzutage sehr verurteilend und deshalb hat man uns mit Bush ohnehin einfach in einen Topf geschmissen. Aber ich glaube, das macht uns allen nichts aus. Wir wissen, dass wir keine Grunge-Band sind. Jeder hat so seine Vorurteile und jeder meint, er müsste besonders über erfolgreiche Bands herziehen. Natürlich denken die dann noch, dass sie den genauen Durchblick haben. Ich meine, es geht doch eigentlich nur um die Songs und nicht, dass irgendjemand behauptet, dass Rock'n'Roll tot ist. Wir haben jedenfalls mit unserem 2. Album Razorblade Suitcase bewiesen, dass wir den negativen Hype überlebt haben und wir werden auch noch ein 3. Album machen. Und auch Silverchair haben Anfang diesen Jahres mit Freakshow einen würdigen Nachfolger zu ihrem 95er-Debüt Frogstomp abgeliefert und sich damit weltweit als Rocknachwuchs schlechthin etabliert. Und das noch immer jenseits der Volljährigkeit. Als ich 17 war, habe ich davon geträumt, auf Tour gehen zu können. Ich finde das ehrlich toll, wie die Jungs das machen. Bei mir wäre es allerdings dann Punkrock gewesen. Doch nicht nur die Bands haben sich gegenseitig begeistert beim Abrocken zugeguckt. Auch die Zuschauer waren von der geballten Ladung saftiger Gitarrensounds sichtlich angetan. Sehr gute Kombination. Ja, super geil, das war geil. Super geil. Total geil. Silverchair ist beste Band der Welt und jetzt kommt Bush, die zweitbeste. Ja, kann ich nur empfehlen. That was it. I hope you enjoyed our shows. Goodbye and good night. Thank you.